Ein Placebo ist eine Behandlung, die keine therapeutische Wirkung hat, aber trotzdem heilt. Wie durch Zauberei. Geläufige Placebos sind Zuckerpillen, Injektionen von Kochsalzlösung, andere Behandlungen und Operationen, die vollständig gespielt sind. Placebos sind besonders wirksam bei der Behandlung von Schmerzen, chronischen stressbedingten Krankheiten wie Schlaflosigkeit und manche Formen der Depression. Was die meisten nicht wissen, ist, obwohl die Placebos selbst nicht wirken, wirkt der Placebo-Effekt jedoch trotzdem. Selbst wenn sie von einem Arzt eine echte Behandlung erhalten. Placebos folgen in der Regel einer einfachen Gesetzmäßigkeit. Je ritualisierter und extremer die vorgetäuschte Behandlung ist, desto wirksamer ist ihre Wirkung. Kurz gesagt, Zuckerpillen wirken gut. Scheinoperationen wirken Wunder. Da die üblichen Arzttermine oft stark ritualisiert sind, ist der Placebo-Effekt Teil der Heilung, die wir zu erhalten glauben. Um dies besser zu verstehen, schauen wir uns Herrn und Frau Martin an. Beide leiden unter chronischen Rückenschmerzen. Herr Martin spürt zuerst die Schmerzen und er beschließt, einen Arzt aufzusuchen, der eine Osteoporose diagnostiziert und ihn mit Physiotherapie behandelt. Er beginnt, seine Schmerzen zu beobachten. Er erkennt recht schnell, dass er an den Tagen mit sehr starken Schmerzen zum Arzt geht und sich kurz danach immer besser fühlt. Er wird ein großer Fan der Physiotherapie und empfiehlt sie seiner Frau. Sie schließt sich ihm an. Aber wissen wir wirklich, dass die Therapie funktioniert? Trotz monatelanger Therapie wird es für Herrn und Frau Martin immer schlimmer. Gemeinsam gehen sie in das Krankenhaus und der Arzt verschreibt Herrn Martin Schmerzmittel. Frau Martin beschließt, eine zweite Meinung einzuholen. Ihr neuer Arzt hat kürzlich erfahren, dass bei einigen chronischen Schmerzen Placebos ebenso gut wirken. Anstatt Frau Martin Schmerzmittel zu geben, verschreibt der Arzt ihr einfache Zuckerpillen. Frau Martin erklärt er jedoch, dass es sich dabei um Schmerzmittel handelt. Am nächsten Tag fühlen sich beide viel besser. Herr Martin bemerkt, dass er kein Problem damit hat, Holz zu sägen, und Frau Martin kann ihre Schuhe problemlos anziehen. Sie kann bestätigen, dass die Schmerzmittel wirken. Aber wirken sie tatsächlich? Leider dauert es nicht lange, bis die beiden wieder Schmerzen haben und wieder ins Krankenhaus gehen. Herr Martin wird jetzt mit der Vertebroplastie behandelt, einer gängigen Behandlungsmethode für Menschen, die an Rückenschmerzen aufgrund von Osteoporose leiden. Bei dieser Behandlung spritzen die Ärzte Zement direkt in seine Wirbel, die Knochen, die die Wirbelsäule bilden. Der Arzt von Frau Martin hingegen lässt sie einfach an einem Behälter voller Zement riechen und spritzt anschließend eine Kochsalzlösung, die nichts bewirkt. Ihr Arzt erfuhr von diesem Placebo durch Forschungsarbeiten, die in der US National Library of Medicine veröffentlicht wurden. Eine große randomisierte, kontrollierte Studie ergab keinen Nutzen der Vertebroplastie gegenüber einem Scheinverfahren. Gleich nach der Operation treffen sich die Martins in der Lobby und tauschen sich über ihre Behandlungen aus. Beide fühlen sich großartig. Frau Martin lädt ihren Mann zum Eisessen ein, da ihre Behandlung viel billiger war. Was geschieht hier also? Ein paar Theorien versuchen, den Placebo-Effekt zu erklären. Zum einen gibt es die Regression, also das Zurückkehren zum Mittelwert. Herr Martin denkt, wie die meisten von uns, erst über eine Behandlung nach, wenn seine Symptome besonders schlimm sind. Er geht zu einem Arzt und fühlt sich bald danach besser. Wenn wir uns aber den natürlichen Verlauf vieler Krankheiten anschauen, erkennen wir, dass der Verlauf der Schmerzen in Schüben geschieht. Sie kommen und gehen und pendeln in der Regel um einen Mittelwert. Wir wissen nicht, ob der Arzt oder das Placebo etwas mit der Besserung zu tun hatte. Dann gibt es die klassische Konditionierung. Die meisten Behandlungen, einschließlich der Vertebroplastie, werden in einem Kontext von Ritualen durchgeführt. Diese beinhalten soziale Signale, körperliche Hinweise und verbale Suggestionen. Das Gehirn von Herrn Martin interpretiert solche Signale
und ruft Erwartungen, Erinnerungen und Emotionen hervor. Es setzt Endorphine und andere Chemikalien frei, die ihm ein gutes Gefühl geben und seine Schmerzwahrnehmung verringern. So wird die Behandlung zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Der Glaube, dass er sich besser fühlt, führt dazu, dass er sich tatsächlich besser fühlt. Außerdem gibt es den Bestätigungsfehler. Sobald Frau Martin die Zuckerpille nimmt, glaubt sie, dass sie sich besser fühlen wird. Dann fokussiert sie sich nur auf die Dinge, die bestätigen, dass es ihr besser geht. Sie merkt nicht, dass sie bei anderen Dingen noch Schwierigkeiten hat. Wahrscheinlich wirken alle drei Ideen gleichzeitig. Aber es gibt noch eine andere Theorie. Sogenannte Spiegelneuronen könnten ebenfalls eine Bedeutung haben. Immer mehr Erkenntnisse deuten auf Gehirnzellen hin, die das Verhalten und Emotionen spiegeln. Die Zellen feuern, wenn man selbst handelt, aber auch, wenn man die gleiche Handlung bei jemand anderem beobachtet. Wenn Frau Martin mit dem Arzt spricht, werden Teile des Gehirns des Arztes Teile ihres Gehirns spiegeln. Und ein Teil von Frau Martins Gehirns wird das des Arztes spiegeln. Dadurch verändert sich die Struktur ihres Gehirns und sie fühlt weniger Schmerzen. Der Neurophysiologe Giacomo Rizzolatti entdeckte die Spiegelneuronen. Er vermutet, dass dieser Prozess das Bewusstsein umgeht und eine direkte Übertragung von sensorischen Informationen auf motorische Strukturen ermöglicht. Placebo ist Latein und bedeutet »Ich will gefallen«. Es wird seit Jahrtausenden verwendet. Placebo-Effekte werden seit Jahrhunderten diskutiert. Eine einflussreiche Studie von Henry Beecher aus Harvard aus dem Jahre 1955 mit dem Titel »The Powerful Placebo« begründete die Idee, dass die Wirkung klinisch von Bedeutung ist. Heute ist die Wirkung des Placebo-Effekts allgemein anerkannt und wissenschaftlich sehr bedeutsam. Jedes neue Schmerzmittel, das bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen werden soll, muss zeigen, dass es besser wirkt als eine Placebo-Behandlung. In sogenannten randomisierten kontrollierten Studien, dem Goldstandard der medizinischen Forschung, erhält eine Gruppe von Patienten das neue Medikament, während eine Kontrollgruppe ein Placebo erhält. Weder die Ärzte, die das Medikament ausgeben, noch die Patienten wissen, wer was bekommt. Sobald die Studie abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse verglichen. Wenn das neue Medikament signifikant besser wirkt als ein Placebo, darf es verkauft werden. Die Studie ist überraschend schwierig. 9 von 10 geprüften Medikamenten schaffen die Zulassung nicht. Manchmal beweisen Placebo-Studien die Unwirksamkeit eines bestehenden medizinischen Verfahrens, wie im Fall der Vertebroplastie. Kompetente Ärzte hören dann auf, diese Verfahren anzuwenden. Wir sprechen von einer medizinischen Umkehrung. Um herauszufinden, ob eine bestehende Behandlung wirkt oder ob die Heilwirkung nur das Ergebnis des Placebo-Effekts ist, führen wir die Behandlung ohne das Wissen des Patienten durch. Ein solches Experiment wurde bei der Verabreichung von Schmerzmitteln durchgeführt. Patienten, die das Schmerzmittel über eine versteckte automatische Pumpe bekamen, verlangten die doppelte Dosis gegenüber der Gruppe, die das Medikament von einer Krankenschwester initiiert bekam. Daraus kann man schließen, dass eine Behandlung, die ohne das Wissen des Patienten durchgeführt wird, nur halb so gut wirkt. Der Placebo-Effekt ist für die andere Hälfte des Behandlungserfolgs verantwortlich. Die Honest Placebo oder offene Placebo-Studien gehen sogar noch weiter. Weil Täuschung ethisch fragwürdig ist, beginnen Forscher jetzt die klinischen Studien umzugestalten. Den Probanden wird gesagt, dass sie nur eine Zuckerpille mit einem Placebo-Aufdruck auf der Verpackung bekommen. Und selbst dann wirkt der Placebo-Effekt und hilft ihnen, sich besser zu fühlen. Ein Experiment an der Harvard Medical School hat gezeigt, dass Menschen mit Reizdarmsyndrom, die das offene Placebo einnehmen, ihre Besserungsrate im Vergleich zur Kontrollgruppe verdoppelt haben. Was hältst du davon? Wie können wir sicherstellen, dass ein Medikament, das wir verschreiben, nicht nur dank seines Placebo-Effekts wirksam ist? Werden weitere Placebo-Untersuchungen zeigen, dass viele medizinische Standardbehandlungen,
die in einigen der besten Krankenhäuser der Welt praktiziert werden, gar nicht wirklich wirken? Und wie können wir selbst zu Hause die Wirkung von Placebos ausprobieren, ohne jemanden in Gefahr zu bringen? Schreib deine Ideen und Gedanken gerne in die Kommentare unten. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com/sprouts. Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutschools.com.